Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge World of Tanks. Wir sind wieder unterwegs mit dem Sturmpanzer 2 der deutschen Artillerie. Heute machen wir einen Switch aus zwei Fahrzeugen. Wir werden zum einen hier den Sturmpanzer 2 fahren und danach den Vorgänger, den Sturmpanzer 1, auch bekannt als Bison. Jetzt schauen wir mal, dass wir mal da ein bisschen weiter nach vorne fahren, damit die Reichweite ein bisschen höher ist. So aus der letzten Reihe feuern ist immer ein bisschen chaotisch. Ich denke mal, wir fahren ein bisschen näher an den See heran. Ja, da oben, wo der Alekto steht. Ich weiß nicht, warum der mit dem Jagdpanzer da oben parkt. Aber der hofft bestimmt irgendwie auf einen Fangschuss oder so. Aber ich denke mal, hier ist ein schönes Plätzchen. Wir gehen mal in die Artillerieansicht. So, wenn die Kollegen da vorne jetzt mal Gas geben, jawohl, da sind die ersten auch schon. Kriegen wir die noch? Jawohl. Gerade so noch in Reichweite. Mal gucken, ob wir das Ziel noch ein bisschen besser aufschalten können. Ich glaube, wir fahren noch mal ein Stückchen nach vorne. Wir verpassen zwar so die Gelegenheit auf den ersten Schuss, aber unsere Treffergenauigkeit kommt ja besser dadurch. So, was haben wir denn hier drüben? Ich glaube, wir nehmen erstmal hier die ins Visier. Der da vorne sieht gut aus, aber der fährt jetzt rückwärts. Beziehungsweise haut er ab, er hat Angst vor uns. Ja, da wird auch keine Aufklärung momentan getätigt, also wechseln wir wieder hier hinten rüber. Der steht für uns ziemlich gut. Die Zielzeit ist natürlich extrem hoch. Aber gleich hat der Kreis sich geschlossen und wir können ihm eine verpassen. Und das werden wir auch jetzt tun und feuern. Ja, leider kann ich euch jetzt nicht sagen, ob wir dem Schaden zugefügt haben oder nicht. Ich habe auch die Granate nicht wirklich einschlagen sehen. Wie sieht das mit dem Jungen hier aus? Vielleicht können wir dem jetzt mal eine verpassen. Wir haben sie böse erwischt. Jawohl, das war ein Treffer. Wir haben zwar bloß 25 Schaden gemacht, aber der Kollege ist hinüber. Das war nicht unser Verdienst, aber wir haben dazu beigetragen. So, den hat es auch zerrissen. Das geht ja hier wie am laufenden Band. Die gegnerische Partei hat nur noch 4 Panzer. Und das ist der Kollege, der hier eben geflüchtet ist. Wenn wir Glück haben, könnten wir den eventuell treffen. Ich schieße einfach mal. Ah ne, der geht da oben in den Berg rein wahrscheinlich. Ja. Das habe ich mir gedacht. Und auch ihn hat es gerade zerrissen. Da hinten steht eine feindliche Artillerie, aber ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Nö, der ist zu weit weg. Schauen wir mal den hier. So, fertig geladen haben wir. Der steht natürlich sehr ungünstig hinter dem Felsen, aber dumm ist er ja auch nicht. Da kommt nämlich die gute Mathilda von uns. So, wenn er jetzt noch ein bisschen weiter rauskommt. Ah, komm mal zu dem Papa. Wir schießen jetzt einfach mal. Da hat sie ihn vorher schon zerrissen. Damit ist das der erste Sieg für uns heute. Mit dem Sturmpanzer 2. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt direkt mal auf den Bison, den Sturmpanzer 1. Kurz mal in die Auswertung reinschauen. Ist aber auch nur obligatorisch. 238 Erfahrungspunkte. Ja, 8282 Kohle konnten wir mitnehmen. Das ist ganz gut. Wir sparen ja auch weitere Panzer. Wir haben jetzt gerade mal 475.000. Ich mache an dieser Stelle eine kurze Pause. Wir sehen uns dann gleich mit dem Bison. Ja, und da springen wir auch mitten ins Gefecht rein. Der Sturmpanzer 1, auch Bison genannt, ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Das ist ja der Vorgänger vom Sturmpanzer 2. Ihr seht, da hat man eigentlich einfach eine Panzerabwehrkanone auf ein Fahrgestell gepackt. Ein bisschen Panzerung drum gebaut. Also ganz ehrlich, ich hätte im Zweiten Weltkrieg nicht gerne mit dem Ding romantiert. So, jetzt haben wir eine einigermaßen annehmbare Position. Wir fahren noch so ein bisschen mehr hier in die Bäume rein. Eigentlich bietet das ja überhaupt keinen Schutz oder eine großartige Tarnung. Wir wechseln jetzt mal in die Artillerieansicht. Da vorne ist auch schon einiges aufgeklärt worden. Ein BT-7, vielleicht kriegen wir den. Ja, Butter, denn da ist er. Und er steht ungünstig
hinter den Felsen. Ja, jetzt kommt er nach vorne, herrlich. Komm noch ein Stück, mein Freund. Ich habe da was Feines für dich mitgebracht. Ja, er will nicht. Er weigert sich. Ja, da ist natürlich noch besser. Aber jetzt wird er wieder ungünstig. Er fährt runter, er hat Angst. Er hat Angst. So, wenn er jetzt da nicht gerade schon abgeschossen worden ist, ne, ist er nicht, er lebt noch. Na, jetzt haben wir eben aufgeklärt. Das wäre natürlich optimal für uns. Aber er fährt weiter weg da hinten. Dann schwenken wir mal nach links rüber. Hier ist einiges mehr los. Auf der linken Flanke ist ein T-46 und T-70 vom Freund. Ah, da ist diese blöde Scheune oder was das darstellen soll im Weg. Wir könnten den im Prinzip einen vom Bug knallen. Da haben wir zumindest ein bisschen Flächenschaden, je nachdem wie er sich jetzt positioniert. So kannst du stehen bleiben, mein Freund. Komm noch mal ein Stückchen nach vorne, dann bist du optimal. Na, noch ein Stück. Flugzeit beträgt etwas mehr als eine Sekunde vom Geschoss. Na komm, jetzt kriegst du eine. Da haben wir die Scheune zerlegt. Ich hab's mir schon fast gedacht. Die Nachladezeit beim Bison 1 oder beziehungsweise beim Sturmpanzer 1 ist noch höher als beim Sturmpanzer 2. Also für einen Artilleriespieler ist das absolut nervig. Ja, den hat's jetzt zerlegt, ausgerechnet den wir uns ausgesucht haben. Der Stuart ist jetzt zwar mal aufgedeckt worden, der M5, aber der ist nicht mehr sichtbar. Da ist er wieder. Auch hier haben wir eine relativ hohe Zielzeit. Hoffentlich klappt das noch so lange, bis der sichtbar ist. Aber gut, da ist ein Churchill 3 von uns. Der gibt ihm gerade richtig Saures. Und auch den hat es gerade zerrissen. Da bleibt nicht mehr viel von uns über. 5 gegnerische Panzer sind noch im Gefecht. Wir müssen mal ein Stückchen nach vorne fahren. Ich meine, es ist natürlich mit diesem Vehikel hier, anders kann man das nicht nennen, ein Abenteuer, damit durch die Gegend zu fahren. Guckt euch das Ding mal an hier, also. Das ist eigentlich nicht mehr als ein Panzerabwehrgeschütz. Mit ein bisschen Panzerung und Ketten drunter. So, da hinten ist ein T1 Heavy. Wenn wir schnell genug sind, können wir vielleicht da endlich mal einen Schuss drauf machen. Da ist auch noch ein Marder. Gucken wir doch mal. Den kriegen wir nicht. Der ist doof hinterm Felsen. Den würden wir kriegen, wenn er nochmal aufgeklärt wäre. Na? Der da oben steht schon wieder total blöd, der KV-1. Da ist er. Dem geben wir jetzt eine. Ja, er hat zumindest 81 Strukturpunkte verloren. Wenn die Kiste jetzt hier nicht so lange nachladen würde, also 26,7 Sekunden, das ist absolut extrem. Aber da er ja so schön da stehen bleibt, kriegt er auf jeden Fall gleich mal eine von uns. Wenn er nicht bis dahin kaputt ist. Hat funktioniert. Jetzt kriegt er noch eine. Na, funktioniert doch. Diesmal haben wir ihn richtig gut einen eingeschränkt. 358 Schaden. Jetzt haben wir da hinten noch einen KV-1. Der spielt da so ein bisschen Verstecken hinter dem Berg. Na, ich würde auch fast behaupten, den kriegen wir gar nicht. Die Linie war zwar im Moment lang grün, aber dieser kleine rote Punkt. Na, jetzt ist er grün. Okay. Warten wir noch ein bisschen jetzt aber. Wir haben sie böse erwischt. Immerhin 80 Schaden. Ein paar Punkte hat er noch. Da kommen wir vielleicht nochmal zum Schuss. Aber unsere Kollegen haben die feindliche Basis erobert. Somit haben wir auch mit dem Sturmpanzer 1 den Bison gewonnen. Gucken wir auch da nochmal ganz kurz in die Auswertung rein. Auch etwas über 8000 an Kohle wieder, 668 Forschungspunkte. Ja, wir liegen im oberen Drittel,
einen abgeschossenen Panzer. Ja, fast die ganze Kohle konnten wir wieder mitnehmen mit 7877. Weil das Ganze so schön war, fahren wir zum Abschluss nochmal mit dem Sturmpanzer 2. Aber auch hier mache ich wieder eine kurze Pause, dann braucht man nicht immer so lange zu warten. Ja, wieder da, mitten rein ins Gefecht. Da vor uns fährt eine Grille, das ist eine T5 Artillerie. Damit werden wir uns dann wahrscheinlich als nächstes beschäftigen. Ich hatte zwischendurch mal überlegt, eine russische oder eine französische Artillerie vielleicht zu spielen. Aber ich denke, mein Hauptaugenmerk lege ich jetzt momentan bei der Artillerie mehr auf den deutschen Forschungsbaum. Wir sind auf Malinowka, das ist eigentlich so eine Camperkarte eigentlich. Wenn ich gerade hier und da mal einen Spähpanzer nach vorne brecht, tut sich hier eigentlich nichts und die Leute warten nur darauf, dass der Gegner aufgeklärt wird. Damit die dann aus den vorgesehenen Stellungen hier, ihr seht das ja da, wie die alle da stehen, den Feinden ein paar vorne Latz knallen können. Ja, hier gibt ein Aufklärer von uns mal richtig Gas. Ein Keho Tier 4 Panzer. Also da hinten ist ein B1 aufgeklärt worden. Ich glaube aber nicht, dass wir da hinkommen. Ah, das ist ein bisschen weit weg. Ah doch, kriegen wir noch hin. Gerade so, müssen wir noch ein Stückchen nach vorne fahren. So. Wenn der Bursche da jetzt stehen bleibt, hat er verloren. Kann natürlich auch sein, dass wir das Haus treffen. Der Kreis so schön zusammengelaufen und der fährt einfach darüber. Jetzt komm noch ein Stück zurück, Kollege. Jawohl, da stehen bleiben und jetzt bist du tot. Okay, das war aber nicht mein Verdienst. Aber tot ist er auf jeden Fall. Ja, die stehen da auch wunderbar. Weil die beide nicht mehr viele Strukturpunkte haben. Den hat es gerade zerrissen. Den würde ich mir ganz gerne schnappen, aber der ist jetzt auch platt. Und wenn ich den Hetzer ins Visier nehme, habe ich wahrscheinlich hier nur dieses Gebäude. Aber wir probieren das einfach mal. Schieß mal halt ein Stück dahinter. Gucken, ob es klappt. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Das war sogar ein Volltreffer. Ich leg mich nieder. Ja, wunderbar. Okay, die feindliche Artillerie hier hinten, die ist viel zu weit weg für mich. Aber die hat es gerade zerrissen. Na, ich glaube, wir fahren mal ein Stück nach vorne. Sieht ziemlich gut aus. Wir haben bisher nur unseren Aufklärer verloren. Aber der hat sehr gute Arbeit geleistet. Der hat relativ viel für uns aufgeklärt. Da vorne fährt ein Sturmgeschütz 3. Da hat Wargaming gestern ein wunderbares Bild zugepostet. Wenn ihr Wargaming auf Facebook noch nicht abonniert habt, ihr solltet das unbedingt tun. Die machen unheimlich viele Beiträge über historische Panzer, besondere Fotos. Das lohnt sich auf jeden Fall. Viele Bilder sind dabei, die man so noch nicht gesehen hat. Da ist KV-1. Aber der bleibt nicht stehen, der ist in Fahrt. Wenn der jetzt mal eine Sekunde stehen bleibt. Da muss aber noch ein zweiter Panzer sein, der nicht aufgeklärt ist, weil links daneben ist gerade ein Baum umgekippt. So, der Kreis ist gleich komplett geschlossen. Dann werden wir mal unser Glück versuchen. 1,6 Sekunden Schussweite. Jawohl. Dem haben wir auf jeden Fall gut einen eingeschenkt und ein Kollege hat ihn abgeschossen dann. Ja, wie gesagt, hier vorne müsste eigentlich noch ein Panzer stehen. Da ist der Baum gerade eben umgeknickt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von dem KV-1 gewesen ist. Da unten ist noch ein T-49. Wir sind auch wieder feuerbereit. Aber der ist außer Schussreichweite. Müssen wir noch ein Stückchen nach vorne fahren. Ja, ganz oben rechts ist noch ein Panzer 4. Und noch ein Marder, so wie das aussieht. Da sollten die Kollegen vielleicht mal hinfahren. Ich finde das eigentlich immer schöner, wenn man sämtliche feindliche Panzer vernichtet, anstatt die feindliche Basis zu erobern. Zumal wir dann auch ein bisschen mehr zu tun haben mit der Artillerie. Aber es gibt halt genügend Spieler, die wollen einfach nur schnell gewinnen. Das nervt so ein bisschen. Aber man kann ihnen ja nicht vorschreiben, wie sie spielen sollen. So, der T49 ist Geschichte, den kriegen wir wohl nicht mehr.
Aber da vorne bei uns an der Base ist noch ein M3 Lee. Ja, ein absolutes Opfer eigentlich. Ja, der steht auch so doof hinter dem Gebäude. Zieh doch mal deine Nase ein bisschen nach vorne, Kerl. Ach, wir geben dem jetzt einfach eine. Na, getroffen hätten wir nicht. Aber es war nah dran. Es war aber auch nur so ein Schuss auf die Schnelle. Ja, die anderen Kollegen da vom Gegner, die trauen sich wohl nicht mehr hier runter. Und da wir auch gleich die feindliche Basis erobert haben, war das wieder ein Sieg für uns. Also ich hatte heute Morgen schon ein wenig gespielt, da hat überhaupt nichts funktioniert. Und jetzt haben wir wirklich drei super Spiele hintereinander. Schauen wir nochmal eben in die Auswertung rein. Auch das ist wieder ein Sieg. 265 Forschungspunkte, 9330 an Kohle eingesackt. Mal eben in den ausführlichen Bericht rein. 800 haben wir für die Munition ausgegeben. Ja, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Über Kommentare, Daumen hoch, Daumen runter, Kritik, Lob, wie auch immer, würde ich mich sehr freuen. Und ein Abo wäre natürlich auch toll. Wir hören und sehen uns morgen wieder. Bis denne.